Der ist einfach noch nicht so weit. Der ist zu schlecht. Und man sieht seinen Kopf nicht. Nee, nee, sowieso nicht. Auch das, unmöglich einfach zu regeln. So, jetzt habe ich diesen Typen. Oh, ey, den Kriegsraum erreichen. Ich werde jetzt, muss ich nochmal 3 Offiziere töten. War aber cool, oder? Du hast ja da Zeit gelassen. Ich habe überlegt, wenn ich jetzt reinrenne, dann werden die sich wahrscheinlich sogar noch. Jetzt baust du das Fort wieder auf, das greift feindliche Schiffe an und du kriegst die Beute davon. Glaube ich nicht, aber ich glaube, ich krieg die Region jetzt deswegen. Ah, siehst du, ich habe die Region bekommen. Und alles in der Region freigeschaltet. Alles klar, okay. Dafür sind die Forts also da. Not bad, 2 Forts. Ist ja eigentlich mehr oder weniger das, was ich gesagt habe. 30 Gegner bei Kopflos eliminieren. Und was genau bekomme ich jetzt? Ach, guck mal da. Wie sieht das aus bei dir? Hast du noch Zeit oder? Eigentlich nicht mehr so, es ist 2:30. Ja, das ist natürlich kein Problem. Dann beenden wir die Aufnahme an dieser Stelle, weil ich jetzt länger gewohnt, als ich gedacht hätte, aber es hat Spaß gemacht, oder? Oh ja, das mit dem Fort hat jetzt mal wirklich amüsant. Aber es gibt mir den Tipp, nicht mehr so viel kämpfen. Ich versuche mich dort zu halten. Und mehr Assassinen-Style halt. Mehr Assassine, stimmt. Ja, wir sind ja noch kein Assassine, noch kann ich's da machen. Wenn ich eine Assassine werde, dann schleiche ich mich an die Dame heran. Alles klar. Mhm. Na gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn du mich fragst, ob wir wieder aufnehmen. Ei, so tun wir das. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4. Und ich sehe gerade, ich habe mich genau vor so einen Typen gestellt. Ich weiß nicht, ob ich das freiwillig oder unfreiwillig getan habe, aber auf jeden Fall habe ich mich genau vor einen Typen gestellt und ich will mal gucken, was der da für uns zu bieten hat. Jäger und Sammler, Marineaufträge. Belohnung 2400 Real, Schwierigkeit 5. Sei gegrüßt, Freibeuter. Die Briten haben sich erneut als Feind der internationalen Freihandels erwiesen. Ihre sogenannten Piratenjäger versenken viele unbescholtene und unschuldige Schiffe. Dafür müssen. Und hier geht's weiter, aber. Naja, was sollen sie denn dafür annehmen? Komm hier, dafür müssen sie sterben. Ja, okay, gut. Dann Jagdschiffe versenken 0 von 2. Wir starten gleich durch und ich muss sagen, ich habe. Gleich mal ankündigen, ich habe hier drinne. Ich habe noch nicht Uplay komplett geuploadet. Ich habe es angefangen. Allerdings hatte ich ja gesagt, bis zu dieser Aufnahme hier, ja entschuldigen, Ubisoft fortfahren. Ich habe ja angekündigt, dass ich das bis zur nächsten Aufnahme mache. Ich hätte aber nicht ahnen können, dass die nächste Aufnahme gleich am 25. ist. Also gestern habe ich letztes Mal aufgenommen. Also am 24. und heute nehme ich gleich wieder auf, weil ich einfach nichts zu tun habe. Und, ja, das hätte ich ja nicht wissen können und darum habe ich es leider nicht geschafft. Ich finde das Kanonenboote, ich würde sagen. Ich schreibe mir mal kurz den Kopf mal genommen, wurde. Ja, und da habe ich mir vorhin auch mal so aus Spaß am Leben den Sacharzar sein LP angeschaut und hab mal geguckt, wie der das so macht. Ich habe natürlich nur Folgen geguckt, also nur eine einzige Folge, wo ich wusste, ah okay, die habe ich hundertprozentig schon gespielt. Allerdings hat er trotzdem das geschafft, was ich nicht wollte. Er hat nicht gesehen. Ups, das wollte ich nicht. Wie? Und rum. Was denn das? Oh, bitte greif mich nicht an. Er hat mich gespoilert und zwar, was ich mir zwar gedacht habe, aber noch nicht mit Sicherheit wusste. Oh mein Gott, was ist das? Guck mal, da steht einer. Öffnet die Hauptsegel! Ist die Tatsache, schwere Kugeln voll, okay.
ist die Tatsache, dass wo ist das dritte Schiff? Dieser Captain Fetch wirklich oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das wird uns so vernichten, das Schiff einfach nur. Gut, dass wir momentan das nicht mitgekriegt haben, was wir gemacht haben. Moment, da waren noch Beute. Oh, ich sehe die Beute jetzt. Also nochmal, er hat gespoilert, dass Captain Fetch wirklich Captain Blackbeard ist, was ja auch unschwer zu erraten war anhand seines Blackbeard, ne? Aber ich wollte es eigentlich so noch nicht wissen, weil ich wollte einfach, weiß nicht, da war noch dieser Nervenkitzel dabei. Finde ich schade, lieber Sarazar, aber das ist wohl meine Schuld gewesen, dass ich dich, dass ich das jetzt Play geschaut habe, obwohl ich mein eigenes noch nicht. Was machen sie denn? Ach, das sind wohl gar nicht zwei Briten. Doch, warum glocken die? Ah, das sind Level 36er. Ach du. Was ist das für eine Stadt? Glocken die sich mit der Stadt? Ich glaube, ich habe da nice Beute im Ausblick. Wir sind ja Piraten, wir nehmen uns, was wir kriegen können. Und bei Piraten und Freibeutern ist alles erlaubt, also. Ist das Schiff gerade down gegangen? Echt? Krass, Alter, was sind das für eine Festung, ey? Leersegel einholen. Moment, huch. Nein, ans Steuer. Segel. Tja, ich dachte, ich krieg hier was von der Beute ab. Ach, schade, schade, schade. Na, okay. Dann schauen wir mal ganz kurz. Ja, und ich habe jetzt auch Folgendes vor. Wo sind denn die Piraten, die ich jagen muss? Piraten, die ich jagen muss? Hallo, ich komme auch gerade nicht weiter raus aus der Karte. Einfach nur zwei Piratenjäger finden oder was? Jäger und Sammler, Jagdschiffe versenken. Ja, gut, das war's dann auch schon. Ne? Mehr sagt's mir nicht. Was kann ich? Ach, da vorne kann ich nur anlegen. Jetzt habe ich's, okay. Ja, dann probiere ich hier auf FPS-Einbruch. Was ist denn jetzt? What the? Ich bin doch feindlich gesinnt. Friedlich gesinnt. Ach, das ist unsere... Ach klar, das ist ja unsere und die greift Feinde an. Jetzt habe ich's. Stufe 8. Moment, wenn das feindliche Schiffe angreift. Dann müssen wir die feindlichen Schiffe auf Deutsch nur an diese Bucht holen. Und schon haben wir gefundenes Fressen. Moment, das muss ich, auch wenn es nach hinten losgeht, das muss ich ausprobieren. Feuer! Ja! Hihi! Oh mein Gott, das... Feuer mit Mörsern, Captain. Das ist mir auch aufgefallen. Ach du meine Güte, die haben... Oh mein Gott, die sind auch noch intelligent und tun die Mörser genau vor mich setzen. Jetzt wird er rot wetten. Ja. Uiuiui. So, schöner an meine Festung ranholen. Jetzt wollen wir mal gucken, ob das funktioniert. So, wollen wir mal schauen. Jawoll, es funktioniert wirklich. Wie werfe ich denn die Fässer eigentlich ab? Cool. Boah, Alter. Unsere Festung macht das Schiff total platt. Go, 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 go. Wir müssen also nur lange genug durchhalten. Das schaffen wir. Komm her, los. Wuhu. Was? Sie geht gleich unter. Habe ich. Neuer Chief freigeschaltet. Okay, muss ich mal gleich mal gucken. Ach du Scheiße, das... Wir werden das Schiff versenken, Alter. Wir werden das Schiff versenken. Oh mein Gott. War das mein eigener Grund? Okay. Oh, Alter. Wir haben wirklich das Schiff vernichtet. Jetzt hat das andere. Komm. Wir müssen weg hier. Wir müssen weg hier. Wir müssen eindeutig weg hier. Wir müssen versuchen abzuhauen, während unser... Alter, so kann man perfekt Schiffe killen. Und ein Piraten... Oh mein Gott, ein Piratenjäger. Jetzt nicht. Nicht jetzt.
Doch nicht jetzt. Oh mein Gott, nicht jetzt ein Piratenjäger. Fuck, jetzt wird's kompliziert. Da haben wir dieses übelst geile Schiff und können es noch nicht ändern. Feuer! Ein Zeichen und die Ankerhaken fliegen, Sir! Feuer! Sind bereit, Sir! Sie Was feuern, ist das? Sir! Noch so ein Ding! Alter Schwede! Verfolger ansehen, willst du mich verarschen? Verfolger ansehen! Ich versuche... Oh mein Gott! Das ist mir klar! Ich kann das Schiff ändern? Oh, ich kann das Schiff ändern! Ich kann das Schiff ändern! Wunderschön. Da ist einer. Springt jetzt, wenn ihr eure Gelben heute retten wollt. Ich komme da nicht ran an die Dinge. Okay, lass mal das. Und go! Was war das jetzt denn? Okay, ich komme da nicht so nicht hoch. Okay, ich muss auf mein Schiff zurück. Alter Schwede. Gegnerische Crew töten, 1 von 30. Natürlich machen wir das. Jetzt komme ich hoch. Wunderschön. Und jetzt. Alter, das wird so krass, dieses Schiff einfach nur. Damit nehmen wir das in unsere Flotte auf. Ich weiß es nicht. Ein Level 36er ist schon richtig geil. Weg hier, weg hier. Verteidigung durchbrechen. Au. Wer ist das? Das ist ein Captain oder wie? Pulver. Gegnerische Offiziere. Achso, okay, alles klar. Yeah, und jetzt hole ich mir noch einen. Wer bist du denn? Gegnerische Crew. Komm her, los. Und guten Nacht! Yeah! Und dann ich liebe... Oh mein Gott, ich liebe solche Schlachten. Ein Crewmitglied... Ja, spannend. Oh. Jetzt geht's auf die Fresse hier! Los! Lalalala, lalala. Meine Leute machen das schon. Bitte sterb nicht gegen den Typen. Bam! Zerstören. Ja, hast du dir so gedacht, hä? Pulverreserven des Schiffs zerstören. Wo ist die letzte? Das ist sogar eine Quest, ich hab's einfach nur das Langeweile gemacht. Oh mein Gott. Los, komm her, los. Dir gebe ich. Jetzt muss ich ja noch alle töten hier, weil die mich nicht ans... Ich kann nicht mal die Pulverreserven zerstören, weil ich gar keine Zeit dazu habe. Ist aber auch nicht schön, dann töten, weil das gesamte Schiff da so eine... Oh mein Gott, was hab ich? Oh ja, gut. Tut mir leid, dass ich... Oh ja, und? Ja. Los! Ach mein Gott! Ja, na also. Und der auch noch. So, jetzt aber. Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt aber, los, anzünden! Auch geil, dass ich beim Regen das anzünden kann. Okay, los, jetzt! Okay, alles... Oh, Mist. Komm euch her! Yeah, wir haben gewonnen! Woo! Wir müssten allerdings auch unser Schiff reparieren. Das ist jetzt gerade die Zwickmühle. Ich bin mir nicht sicher, ob wir lange genug überleben können. Allerdings muss ich sagen, ein Level 36er Schiff zu... Alter Schwede. Ein Level 36er Schiff zu plündern war schon mal genug. Alter, da haben jetzt zwei solche übelsten Prachtbotzen bei uns drinne. Richtig krass. Und wenn wir jetzt noch überleben, dann haben wir sogar noch mehr doppelten Bonus. Ich will uns... Los, los, los! Der Gegner bekommt Verstärkung, Sir! Yeah! Hier und sie bricht!
Feuer! Jetzt wird's aber... Mist, das ist Sturmgeschwindigkeit, wir können nicht abhauen. Oh mein Gott, das war's. Gut, okay. Das war's. Schade. Aber wir haben ein ganzes...